Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, das wir uns nur als Necrolorder spielen können. Und dazu bin ich schon auf meinem Main, der sich ja beim Necrolord-Pakt befindet. Und hier müssen wir dann einmal in den Sitz des Primus und uns einmal zur Sanktum-Aufwertung begeben. Das ist diese nette Dame. Und wir brauchen unser Special-Gebäude hier auf die maximale Stufe, heißt auf Stufe 5. Und auf Stufe 5 können wir nämlich dann uns ein schickes Mount herstellen. Um das hoch zu basteln auf Stufe 5, brauchen wir sowohl relativ viele Seelen als auch Anima. Die Seelen kriegt ihr einfach aus dem Schlund, wenn ihr quasi eure Ruhmstufe, die seht ihr übrigens hier einmal Ruhmstufe, erhöht, dann bekommt ihr auch immer mehr Seelen. Am Anfang sind es 5, dann irgendwann 10, 15 und 20 Seelen, die ihr pro Woche holen könnt. Übrigens für die letzte Upgrade-Stufe der Monstrositätenflickerei braucht ihr 70 Seelen, also ihr müsst da schon einige Wochen tatsächlich dran schrauben. Und das Anima bekommt ihr durch alle möglichen Aktivitäten hier aus Shadowlands. Wichtig, ich habe vielleicht für den einen oder anderen interessant ein Video gebastelt, wie ihr am effizientesten Mana-Anima farmt. Dementsprechend vielleicht da mal reingucken, falls ihr da noch Probleme habt. Sobald ihr das zusammen habt und ihr die Monstrositätenflickerei auf 5 habt, könnt ihr nämlich hier einen Mob bauen, und zwar, oder einen Mount besser gesagt, Knochenvernähter Fleischrock schimpft sich das. Da brauchen wir einmal 50 formbares Fleisch, das bekommt ihr durch die ganzen Aktivitäten hier rund um die Monstrositätenfabrik. Also wenn ihr auf Stufe 5 hoch seid und nicht 50 von den Dingern habt, dann fresse ich echt einen Besen. Das droppt auch random von allen möglichen Mobs, also das kriegt man nachgeschmissen. Dann die hochwertigen Teile kriegt man übrigens durch Missionen oder auch wenn man hier die Weekly Quests macht, gibt es dann auch immer hochwertige Teile. Jetzt können wir mal hier gucken, ihr seht immer ein hochwertiges Teil und ein paar Kisten. Also die gibt es eigentlich auch zu Genüge. Und das Letzte, was wir brauchen, noch mehr Anima. Und zwar 3500 Anima. Also hier solltet ihr doch das ein oder andere Anima gefarmt haben. Dann können wir uns das Ding einfach herstellen. Und ja, das war es eigentlich schon. Ne? Also viel Arbeit ist es, oder viele Schritte sind es eigentlich nicht, aber es ist viel Arbeit, das Anima zu farmen und die Seelen. Ich würde sagen, wir lernen das einmal. Das heißt Knochenvernähter Fleischrock. Und dann schauen wir uns den auch mal an. Das müsste jetzt einer der letzten Rocks sein, die mir noch fehlen. Ich habe ja schon einige in Videos vorgestellt. Ja, sieht auf jeden Fall ganz schick aus. Und ich würde sagen, wir schauen uns die anderen auch nochmal an. Rock. Und ihr seht, da sind schon einige drin. Wir haben nämlich hier den knochenvernähten Fleischrock. Und wenn wir jetzt hier noch hochfahren, haben wir hier einen bulligen Todesrock. Ich glaube, es war nochmal irgendwo einer drin. Das waren ein bisschen viele. Aber es heißen doch viele räuberische Seuchenrock haben wir noch. Das ist so ein bisschen in grünlich gehalten. Okay, anscheinend waren es 3 Stück. Genau. 3 Stück habe ich jetzt hier gesehen. Berichtigt mich gerne in den Kommentaren, wenn das falsch ist. Die anderen beiden hatte ich euch aber auch schon gezeigt gehabt. Gut, das war es eigentlich schon mit dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.